So, Zauberhexer immer schön fokussen, einen aus dem Spiel nehmen, den anderen töten. Dann geht es eigentlich am schnellsten, am einfachsten. So wie wir das hier machen. Unser Gruppensetup übrigens ein Tankkrieger, ein Retri-Paladin, ein Todesritter und ein Heal-Priester, so wie ich als Melee, als Nahkampfschamane. Konnte ich jetzt nicht unterbrechen, das heißt, wir haben jetzt hier den ärgerlichen Flammenkranz sowie Blizzard. Das ist nicht ganz so einfach für die Gruppe, weil wir hier zwei Zauberhexer haben. Aber auch das ist geschafft. Priester momentan ja doch die stärkste AOE-Heilklasse im Spiel, zusammen mit den Druiden. Also die können wirklich einiges wegheilen, was an Gruppenschaden hereinkommt. Jetzt gucke ich mal, wohin die Gruppe fliegt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, also erst hier. Jetzt kommen wir zu den Spezialfähigkeiten der einzelnen Drachen. Habe ich gerade überflüssigerweise einen angegriffen. Den da unten. Mein Drache kann eine Schocklanze. Das ist einfach nur ein direkter Schadensspell, der auf den Gegner geht. Und zwar für, nun ja, wir sehen hier so 5500, sowas um den Dreh. Das sind die bronzenen Drachen, die können allerdings, das ist eine tolle Fähigkeit, für kurze Zeit die Zeit anhalten und einen Debuff auf den Gegner machen, der den erlittenen Schaden am Gegner um 100% erhöht. Was natürlich nicht wenig ist. So, auf den Außenseiten heißt es auch, die Konstrukte wegmachen. Oben sehen wir noch drei Konstrukte verbleibend. Also diese Konstrukte hier, die halten das Schild um den zweiten Boss, um Varus, aufrecht. Solange also noch Konstrukte leben, ist das Schild noch intakt. Und da kommen wir als Gruppe nicht durch. So, jetzt sehen wir hier, hat der Tantrum sich einen Gegner angelacht. Ein Ringwächter, das sind die Drachen, die zwischendurch liegen. Ich habe kurz die Zeit angehalten, damit wir nicht allzu viel Schaden bekommen. So, ich würde sagen, wir machen ein klitzekleines bisschen Werbung, bis ich hier mich mit der Gruppe den Drachen entledigt habe und komme dann direkt gleich beim nächsten Boss wieder rein. Bis gleich. Varus Wolkenwander ist der nächste Boss, den es hier zu besiegen gibt im Oculus. Und wir machen direkt weiter. Er ist der Azur-Lord des blauen Drachenschwarms. Und bei ihm muss man ein bisschen aufpassen, denn er macht ein paar Blitze. Hier sehen wir sie, die einem immer zeigen, welche Hälfte der Plattform man möglichst vermeiden sollte. Und zwar die, in denen die Blitze sind. Da gibt es nämlich ziemlich viel AOE-Schaden. Außerdem ruft er noch einen Ringhauptmann, wie es hier so schön heißt. Das ist dieser große Strahl, der von da oben runterkommt. Auch den sollte man tunlichst vermeiden, abzubekommen. Das ist so eine Art Mega-Damage-Strahl. Der ist allerdings sehr langsam. Das heißt, man kann recht schnell vor ihm weglaufen. Wenn man genug Damage dabei hat, beißt dieser Boss aber auch recht schnell ins Gras. So, vorletzter Boss. Wir haben schon wieder extrem wenig Zeit. Geht immer viel schneller, als ich dachte, weil insgesamt braucht man für diesen Part ab dem ersten Boss bis zum Ende eigentlich nur 20 Minuten. Aber, naja, schauen wir mal. So, nächster Boss ist hier der gute Mann, Magierlord Urom. Und der ist nicht direkt selbst bekämpfbar, sondern nachdem man ihn engaged hat, also nachdem man ihn hier angegriffen hat, spawnt er vier Ads und teleportiert sich zur nächsten Plattform weiter. Heißt, es gilt einfach nur, diese vier Ads hier zu besiegen. Bevor man
schlussendlich dem Boss gegenübersteht, muss man noch drei weitere Plattformen clearen. So, noch den Wolf. Sind jedes Mal andere Ads da drauf? Da hinten hat er sich jetzt hin teleportiert. Wir fliegen hinterher mit unseren Drachen. Und das Spielchen beginnt von neuem. Er wird engaged, also aggressiv gemacht. Er hat übrigens gerade Weihnachtsmütze auf. Höchst interessant. Wenn ihr da gleich mal genau hingucken wollt. Das heißt, auch von ihm kann man die Weihnachtsmütze looten, bekommen. Gehört mit zum Winter Achievement. Ihr erinnert euch, da habe ich ja am Anfang erzählt. Gibt es ja die Erfolge. Ja, eine Plattform haben wir noch. Da seht ihr es auch oben im Fenster. Er hat ein grünes Mützchen auf. Also ohne diese Drachen könnte man hier drin natürlich überhaupt gar nicht vorwärts kommen, weil die eigenen Flugmounts natürlich nicht funktionieren. So. Jetzt sind es Elementare. Sind natürlich für mich als Schaman nicht so besonders gut zu besiegen, da sie immun gegen meinen Schaden sind, zum Großteil. Oder gegen einiges von meinem Schaden, da seht ihr es, immun, immun, immun. Die Erdelementare sind gegen meine Erdschocks. Die Wasserelementare sind, glaube ich, gegen Blitze immun. Feuerelementare gegen Feuerschock und so weiter. Und so weiter. Und jetzt erst kann man gegen den Boss selber antreten. Da er endlich aufhört, Ads zu spawnen. So, der hat einige Spezialfähigkeiten. Die wichtigste davon ist die Frostbombe, die er macht. Die sehen wir jetzt direkt hier. Die macht eine Art Jägerfalle auf dem Boden, also so eine Slowfalle. Das Schlimme daran ist allerdings nicht die Verlangsamung, sondern dass er dadurch um einiges mehr Schaden macht an einem selber, beziehungsweise dass man dadurch AOE-Schaden bekommt. Wenn man einen AOE-Healer hat, kann man natürlich alles dran geben, einfach Damage zu machen. Ihr seht das hier, Tick für 2000. Das ist nicht so wenig. Aber wir haben einen guten Healer, der das hoffentlich wegheilt. So, jetzt geht er in die Mitte des Raumes und macht eine arkane Explosion. Dummerweise haben wir das jetzt hier total unterschätzt. Man sollte sich halt schnellstmöglich verstecken hinter einem so einem Perler. Ja, ging jetzt bei uns ziemlich in die Hose, aber auch das kannst ja mal im Live-Fernsehen, nicht wahr? Boss down, wir aber auch. Da haben wir die Heilfähigkeiten unseres Priesters ein wenig unterschätzt, überschätzt. An sich wäre hier der richtige Trick gewesen, immer wenn er die Frostbombe macht, ein wenig weiterziehen den Boss. Ne? Wo die Frostbombe liegt, dann dort, wo keine Frostbombe mehr liegt, die nochmal ein bisschen weiter Damage drauf machen. Hab gedacht, da wir so wenig Zeit haben, schaffen wir es vielleicht, ihn in 1 durchzubringen. Das haben wir letzte Woche schon mal geschafft. Aber gut, ne? That's life. Jetzt gehen wir noch rein looten und dann zeige ich euch noch ganz schnell, wo der Endboss steht und wie er aussieht. Aber auch den werden wir diese Woche wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Schade. Aber die Instanzen sind kürzer geworden, ihr merkt das schon. In Wrath of the Lich King passen fast in eine halbe Stunde, wenn auch nicht ganz. So, aufgesessen, hochgeflogen und nochmal schnell geguckt. Denn hier ganz oben, wo die Welpen sind, ist auch der Endboss. Da sehen wir ihn, den Leywächter Eregos. Komm, ich würde einfach sagen, wir machen direkt Go, damit ihr noch einmal schnell die Fähigkeiten der Drachen seht. Er wird nämlich komplett von den Drachen bekämpft. Das heißt, jeder muss sich seine Fähigkeiten hier unten durchgucken. Was man mit den Drachen so kann.
Jetzt ein bisschen aufpassen. Momentan sind nämlich nur der Rubindrachen und ich da. Mache jetzt direkt mal einen temporären Riss, also den Zeitstopp. Und solange ich diesen temporären Riss auf dem Boss mache, seht ihr hier, ist jeglicher erlittener Schaden um 100% erhöht. Sprich, die anderen machen deutlich mehr Schaden. Sehen wir hier auch mal, was meine Bombe dann macht. Da habt ihr es gesehen, 116.000. Und so wird der Boss bekämpft. Die Fähigkeit des roten Drachen ist, er macht eine Art Kettenblitz, die vom einen auf den nächsten überspringt. Das heißt, wenn er auf den Boss schießt, springt es auf die Ads übrig. Und der grüne Drache, der kann seine eigenen Health Points auf die Gruppenmitglieder transferieren. Kann sich allerdings auch durch diesen Debuff, den er hier macht, durch das entziehende Gift heilen. Also er macht Schaden auf den Boss, heilt sich damit selber und kann genauso gut hier die Gruppe heilen, was wir zum Beispiel in diesem grünen Strahl sehen. Das braucht ein bisschen Übung, da muss man sich ein bisschen absprechen mit der Gruppe, wer was nimmt. Zweite Phase ist diese hier, kommen ganz große Atombomben, die wegfliegen. Vor denen muss man aufpassen, dass sie nicht in der Nähe explodieren, sonst sterbt ihr daran. Danach beginnt Phase 1 nochmal von vorne und dann ist auch der Leywächter Geschichte. Ich hoffe, das war wieder einmal informativ. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei WoW!